An diesem Samstag fand wieder ein sehr schöner und sehr erfolgreicher Marsch für das Leben in Berlin statt. Es waren sehr viele Menschen anwesend und die katholischen Medien haben natürlich inzwischen auch schon berichtet. Man konnte auch den Marsch im Livestream sehen von EWTN. Es gibt natürlich sehr viel darüber zu kommentieren, aber ich möchte hier eine Stellungnahme von Bischof Voderholzer wiedergeben, die ich besonders interessant finde, denn er sagt, jeder, der sich für das Grundgesetz einsetzt, sollte an diesem Marsch teilnehmen. Er sagte, ich setze mich ein für das Lebensrecht der Ungeborenen, das ja auch von unserem Grundgesetz her geschützt ist und das von verschiedensten Seiten jetzt auch in Frage gestellt wird, auch politisch. Er lade alle ein, denen das Grundgesetz etwas bedeutet, sich an der Demonstration zu beteiligen. Das ist gerade in unseren Tagen unter der Ampelkoalition sehr wichtig. Danke, Bischof Voderholzer.